Es war gegen Ende der 90er Jahre ein Auswärtsspiel des FC Gütersloh, das ich für Radio Gütersloh live kommentieren durfte. Ich meine, es war in Nürnberg, da bin ich mir aber nicht sicher. Ich weiß noch, dass das Stadion eine Leichtathletik-Umlaufbahn hatte. Und nach dem Spiel bin ich dann in den Innenraum gegangen, um die Interviews zu holen. Damals ging das noch, da gab es keine Mixzone, sondern ging es einfach nur durch eine Tür von der Umzäunung des Stadions rein in den Innenraum, auf den Rasen, auf die Laufbahn, egal, konnte sich frei bewegen. Der FC Gütersloh hatte verloren, defensiv eine schwache Leistung gebracht, aber Rob Rekers war der überragende Mann in der Defensive und hat immer wieder die Fehler seiner Nebenleute ausgebügelt. Und für mich war klar, den brauchst du im Interview. Das war der überragende Mann. Und so bin ich dann auf ihn zugegangen. Der hatte aber schon alle anderen Kollegen vor sich stehen für Interviews. Und Rob war so nett und sagte, nee, nee, erstmal der da drüben. Und zeigte auf mich, weil er auch wusste, über die jahrelange Zusammenarbeit, Radio Gütersloh braucht die Interviews schnell, um sie schnellstmöglich in die Live-Sendung zu überspielen. Und da war Rob nett und sagte, erstmal den und dann kommt ihr. Und dann haben wir uns unterhalten und ich stellte dann auch unter anderem die Frage, Mensch, das war ja defensiv doch ziemlich durcheinander, die Kollegen hatten da ihre Probleme. Du musst es ja quasi als Bademeister immer wieder helfen, damit die da nicht untergehen, so wie die geschwommen haben. Bademeister? Ich? Was soll das? Hau ab! Interview war beendet. Er war völlig verärgert, stinkesauer. Und ja, so wie ich sage, ich bin der Meinung, Bademeister, ja, das hört sich auf den ersten Moment als Beleidigung an. Ich habe es eigentlich in der ursprünglichen Form dieses Wortes benutzt. Ein Bademeister bringt jemandem das Schwimmen bei, hilft, dass der nicht untergeht. Das war sportlich, fußballerisch gesehen, genauso der Fall. Rob hat es nicht verstanden. Ich habe es vielleicht auch schlecht ausgedrückt. Auf jeden Fall war auch danach keinerlei Kommunikation mehr möglich. Das hat Jahre gedauert. Wir sind dann auseinandergegangen. Rob hat aufgehört. Ich hatte andere Aufgaben, andere Sender. Wir haben uns dann wirklich fast Jahrzehnte später nochmal getroffen. Ich sage, Rob, hast du nochmal Zeit, kann man darüber reden? Ja. Ich habe ihm das versucht zu erklären. Also er hat zugehört, ja, ob er das so verstanden hat, wie ich es meinte, bin ich mir nicht sicher. Vielleicht hat er auch gesagt, der Boss überlegt jetzt 20 Jahre, um dann mit der Nummer um die Ecke zu kommen. Sehr, sehr schade eigentlich. Ich habe es sehr, sehr positiv gemeint. Ich weiß nicht, Rob, wenn du es mal sehen solltest, dieses Video. Also gerne nochmal die Erklärung, dass der Begriff Bademeister von mir sehr, sehr positiv gemeint war und keineswegs als Beleidigung. Aber leider, dieses Interview war ja spektakulär zu Ende gegangen und leider dann auch die weitere Kommunikation in den Jahren danach.